Hi, nach einem Tag Veröffentlichung von dem Video schon so viele negative Kommentare. Es geht um das Video, wo ihr auf jeden Fall nice fandet, wie das mit der Treppenbeleuchtung am Ende ausgesehen hat. Des Weiteren habe ich noch die Möglichkeit gehabt und natürlich auch gezeigt, wie das im Schaltschrank alles aussieht mit dem ganzen Loxonsystem und so weiter. Wo man erstmal sagen muss, okay, Hammer, dass man die Gelegenheit bekommen hat, das zeigen zu dürfen und so weiter, weil selber hat man erstmal nicht die finanziellen Möglichkeiten und zweitens auch nicht die Ahnung, um sowas irgendwie mal provisorisch auf die Beine zu stellen. Und dann kommen Kommentare wie beispielsweise, die Leitungsverlegung ist übelst grottig oder unübersichtlich oder das, was da oben gemacht wurde mit den ganzen Leitungen, sieht nicht schön aus, hätte man das nicht ordentlicher machen müssen. Als Elektriker würde ich mich schämen, so eine Arbeit gemacht zu haben, schreiben sie da drunter. Oder auch als Kunde würde es mich immer stören, wenn ich in den Raum komme und dann nach oben gucke oder generell und alles. Und dann noch Sachen, ja, einfach solche negativen Kommentare, wo ich mir denke, ihr kennt die Person erstmal überhaupt gar nicht, die den Schaltschrank gemacht hat und alles auf eigene Faust bewältigt hat. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und irgendwo hat er mir auch selber geschrieben gehabt. Muss ich mal nachlesen. Hat er geschrieben, oha, wenn die wüssten, was das für eine Arbeit war. Klar hätte man noch schicker machen können, aber irgendwann ist die Sinnhaftigkeit des Schönmachens einfach nicht mehr gerechtfertigt. Respekt, Martin, dass du bei den ganzen Hatern bei deinem Kanal so ruhig bleibst. Und aus dem Grund würde ich mal sagen, hat einer nämlich so geschrieben, hat einer so in die Kommentare gehauen, dass die Leitungsverlegung nicht gut aussieht, aber man kann dir nichts vorwerfen, dass du, weil du das ja nicht gemacht hast. Wenn es darum geht, würde ich mir jetzt wünschen, dass ich das gemacht hätte, plus noch 1000 Mal katastrophaler, weil mir ist scheißegal, was ihr in die Kommentare reinschreibt. Ich lese mir die zwar durch, schlafe dann eine Nacht drüber und dann ist alles wieder gut. Aber bei Leuten, die ihr nicht kennt und die mit YouTube nichts am Hut haben und da irgendwie solche Sachen reinzuschreiben, ich glaube, das könnte schon ein bisschen, vor allem, dass ihr gar nicht wisst, was da überhaupt für eine Arbeit hintergesteckt hat. Die meisten von euch, die wären schon mit einem Bruchteil von den Leitungen, die da in den Schaltschrank reingehen, von komplett überfordert. Und ich habe gesehen, wie er da nicht Stunden, nicht Tage, sondern Wochen bis Monate saß mit dem Laptop, alles schön dokumentiert. Das war eine Sache von, lass mich mal in Ruhe, ich muss mich konzentrieren. So komplett abgeschottet, da drin war, die ganzen Leitungen von oben, alle Kreuz- und Querlagen am Ende beschriftet, einige Leitungen gar nicht beschriftet. Dann per Ausschlussverfahren, welche haben wir hier, welche fehlen uns oder welche fehlen mir. Er war komplett auf sich alleine gestellt, ne? Und deswegen kann ich das voll nachvollziehen und das Ganze auflegen, das Abmanteln. Das ist eine Fleißarbeit vom Feinsten. Das nimmt so viel Zeit und so viel Nerven in Anspruch. Und er macht das nicht hauptberuflich, sondern musste sogar noch 8 Stunden woanders arbeiten, wo man halt hauptberuflich arbeitet, sage ich mal. Und das einfach nur nebenbei. Bei einem Freund, mehr will ich auch gar nicht mehr sagen dazu, weil Privatsphären sollten auch hier bewahrt werden an der Stelle und alles Mögliche. Aber das geht überhaupt gar nicht, wie ihr da in die Kommentare schreibt und ihr als Sesselpupser, die nichts in ihrem Leben geleistet haben, einfach nur irgendwelche Leute bei YouTube bei der Arbeit zu sehen und irgendwelche sinnfreien Kommentare drunter schreiben. Also nee, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.